Hallo zusammen, ich stehe hier vor unserer neuen Winterkollektion in unserem Vorlagezimmer. Und so wie bei jeder Kollektion möchte ich euch heute wieder einen Einblick in die einzelnen Trendthemen geben, euch ein paar Highlight-Qualitäten oder generell Qualitäten vorstellen, die neuen Designs und natürlich auch die neuen Trendfarben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Das ganze Lookbook könnt ihr natürlich wie sonst auch auf unserer Website euch anschauen. Die Bilder, die in dem Lookbook sind, kostenlos herunterladen oder auch die, die ihr im Online-Shop findet. Und ja, generell habt ihr auf unserer Seite nochmal einen kompletten Trendüberblick. In drei Sprachen könnt ihr das Ganze euch anschauen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Bringe euch jetzt in die winterliche Stimmung. Und ja, legt dann jetzt direkt los. Viel Spaß! Auch der monochrome Ivory-Look ist im Winter nicht mehr wegzudenken. Deshalb haben wir ihn auch wieder als Trendthema mit aufgegriffen, da man es immer noch sehr stark auf den Straßen und auch in den Geschäften sieht. Allerdings haben wir versucht, durch leichte Beige- oder Schwarzakzente dem Ganzen noch das gewisse Etwas zu verleihen. Ihr findet hier zum Beispiel unseren Fellartikel, den ich euch gerade schon im Uni-Bereich vorgestellt habe. Einen Strickjacquard. Auch hier wieder eine super schöne Uni-Lasche. Also du kannst dann zum Beispiel den Pulli und die Bluse miteinander kombinieren. Also es sind jetzt meine Ideen. Deshalb kommen die Artikel auch auf eine Lasche, damit ich euch versuche, ein Gefühl oder ich versuche euch eigentlich ein Outfit zu vermitteln. Hier zum Beispiel auch total toll im Druckbereich einen Baumwollelastan. Artikel, kann man hier vielleicht schön sehen, mit dem schönen Stepper. Auch hier das gleiche nochmal mit der anderen Steppung. Hier super schöne Strickartikel, die wir auch euch bereits gerade schon in dem schönen Schwarzthema gezeigt haben. Und noch einige Prints und Stricker- und Wollartikel. Und auch noch unser Cord mit Fellabseite.